In diesem Video werden wir heute einfach mal die heftigsten Minecraft-Mythen aufdecken, die wirklich alles verändern werden. Der allererste Mythos ist, Leute, schafft ihr es zu abonnieren und zu liken, wie es hier auf diesem Schild steht? Wobei, ist das überhaupt ein Schild? Ist das kein Schild? Falls es kein Schild ist, wie kommt hier die Schrift drauf? Die fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ihr könnt an dieser Stelle auch gerne mal meinen zweiten Kanal abchecken. Den Kanal CPAD ist in der Beschreibung verlinkt. Da kommen auch täglich neue Videos online, unter anderem zum Beispiel Among Us. Und jetzt viel Spaß. Der allererste Mythos ist der Blood Golem. Also ein Golem, der einfach mal blutig ist. Es gibt auch eine Vorgeschichte dafür. Und zwar haben wohl Freunde auf einem Minecraft-Server gespielt. Irgendwann haben die den Server ausgemacht und am nächsten Tag, als sie den Server wieder angemacht haben, hat auf einmal alles gebrannt und irgendwann ist einfach der Blood Golem aufgetaucht. Der PC ist also komplett mit Viren überfallen worden und das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Noch kurz zur Erklärung, der Blood Golem wurde gesichtet in der Minecraft-Version 1.2.1 im Jahr 2015. In diesem Video sieht man das nämlich auch nochmal, wie der Blood Golem genau aussehen soll. Er wurde in dem Video zumindest gesichtet, einfach irgendwo in der Wildnis. Wir sehen, er läuft hier die Steine entlang und auf einmal sieht man da links irgendwas Rotes. Und das ist einfach mal der Blood Golem. Und der Blood Golem ist kein friedlicher Eisengolem, sondern er ist ein böser Eisengolem. Die Virusvariante vom eigentlichen Eisengolem sozusagen. Und ja, ich bin gespannt, ob wir ihn auch gleich treffen können. Denn auf der Seite stand, dass die auch auf einem Server gespielt haben. Ich habe extra einen Server gemietet. Dieser nennt sich Blood Golem. Und auf diesem Server versuche ich dann den Blood Golem zu finden. Die Sache ist die, auf der Internetseite stand ja, dass der Blood Golem nämlich auf einem Server gesichtet wurde, nachdem sie ihn gestoppt haben. Und das werde ich jetzt mal probieren aufzufinden. Hier haben wir eine kleine Rose am Start. Aber gut, ist die vielleicht von einem Eisengolem? Man weiß es nicht. So, ich bringe mich jetzt allerdings erstmal in Sicherheit. Vielleicht irgendwie in eine Mine oder zumindest so ein kleines Haus bauen. Ich denke mal, so eine kleine Mine reicht sogar auch schon aus. Bislang habe ich, wie gesagt, noch keinen Eisengolem gesehen. Allerdings sehen wir hier vorne ein Villager-Dorf und hier ist hundertprozentig ein Eisengolem. Und wir sehen schon dort einen ganz normalen Eisengolem. Okay, das ist ja eigentlich komplett normal, Leute. Denn, wie gesagt, dieser Eisengolem soll ja angeblich erst erschienen sein, nachdem der Server geschlossen wurde. Also der Blood Golem. Deswegen würde ich sagen, moin Jungs, was geht ab? Hallo Malakum, Freunde! Ich würde sagen, ich gehe mal kurz in dieses Haus rein, schnapp mir hier ein bisschen was zu essen und stelle mich jetzt hier hin und ich schließe einfach mal auf dem anderen Monitor den Server. Ihr seht, ich habe jetzt hier ganz normal den Server noch am Laufen und jetzt jeden Moment schließe ich ihn einfach mal. Zack, jetzt ist er einfach mal zu. Und wenn ich jetzt auf den Server drauf gehe, kann es sein, dass wir den Blood Golem finden. Und was jetzt mit dem Blood Golem genau passiert, seht ihr am Ende des Videos. Bleibt dran. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle die Meldung. Oh mein Gott, aufpassen, aufpassen. Hau ab, Alter, hau ab. Wenn Monster in der Nähe sind, dass wir nicht ins Bett können. Wir sehen hier einfach mal, die Meldung kommt. Wir können nicht schlafen gehen, weil Monster in der Nähe sind. Was passiert allerdings, wenn wir schlafen gehen und dann Monster auftauchen? Wird Minecraft abstürzen? Wird gar nichts passieren? Wir werden es einfach mal austesten. Um dieses Experiment möglich zu machen, erstelle ich erstmal eine Art Glashaus, sodass wir auch gucken können, was genau um uns abgeht, wenn wir uns gleich ins Bett reinlegen. Nicht zu vergessen, natürlich muss auch ein Bett in das Haus herein. Und jetzt, genau, hier haben wir unser Bett. Aber hier platzieren wir nämlich einen Dispenser. Und zwar müssen wir diesen Dispenser gleich aktivieren, allerdings mit einer fetten Redstone-Repeater-Verzögerung, sodass wir quasi schon ins Bett reingehen und dann erst die Monster um uns herum spawnen. Für das Experiment nehme ich einfach mal hier ganz viele Creeper-Eier und packe sie hier in diesen Dispenser rein. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Denn, wie gesagt, wir müssen ganz viele Repeater hier platzieren. Und wenn wir das gemacht haben, haben wir eine sehr fette Verzögerung. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also hier muss das Ganze hochgezogen werden. Hier trenne ich das nochmal ab. Wobei, das ist nicht ganz richtig, fällt mir gerade auf. So, jetzt habe ich das Ganze nochmal umfunktioniert. Wir sehen, jetzt spawnen hier einfach mal mega, mega viele Creeper. Ich habe allerdings eine Verzögerung eingebaut. Das heißt, wenn ich hier gleich eine Redstone-Fackel platziere, dauert es noch einen Augenblick, bis die ersten Monster spawnen. Irgendwann später. So, ich bin jetzt im Survival-Modus unterwegs. Ich werde jetzt auch einfach mal die Fackel platzieren und dann schauen wir mal, was passiert, Leute. Zack, Fackel ist platziert. Wir sind im Bett unterwegs und wir sehen,
Ganz viele Monster spawnen gerade neben uns und es ist einfach mal gar nichts passiert. Wenn ich allerdings versuche, jetzt wieder ins Bett reinzugehen, dann funktioniert es nicht. Also Minecraft crasht nicht, es passiert auch nichts. Aber ja, wir können jetzt nach dem... Warte mal. Warte mal ganz kurz. Es ist immer noch Nacht, fällt mir gerade auf. Oder? Hä? Ich denke mal, wir alle waren schon einmal im Nether. Und ihr fragt euch vielleicht auch, ey, was ist denn eigentlich unter dem Nether? Ich denke, einige von euch waren bestimmt auch schon über dem Nether. Aber unter dem Nether waren wahrscheinlich noch nicht so viele. Denn wir sehen, über dem Nether befindet sich einfach gar nichts. Einige Pilze sind hier am Start. Das wisst ihr wahrscheinlich auch schon, wenn ihr meine TikTok-Videos seht. Und ja, wenn wir aber jetzt einfach mal das Ganze hier umdrehen und uns einfach mal nach unten graben, dann werden wir gleich nämlich staunen. Denn unter dem Nether ist nicht das Gleiche, was über dem Nether ist. Wir bauen uns aber jetzt einfach mal, würde ich sagen, nach unten und schauen einfach mal selbst nach. Denn wir sehen, natürlich stoßen wir jetzt auf jede Menge Lava, was in dem Nether natürlich ganz, ganz normal ist. Aber wenn wir es schaffen, irgendeine Stelle zu finden, wo kein Lava ist, dann sehen wir, kommen wir auch irgendwann bei Bedrock an. Aber unter diesem Bedrock ist was richtig, richtig Heftiges. Denn ihr seht, hier ist noch alles normal. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass unter dem Nether ein rotes Nichts ist. Also, es sollte hier nämlich angeblich eine Stelle geben, bei der man so einen kleinen Übergang sieht, wo es rot wird. Wir schauen uns das Ganze nochmal in einem Video an. Ich konnte das Rätsel sogar live in der Aufnahme lösen. Und zwar seht ihr jetzt bei mir, ich habe auch ein Nether Void in Orange. Man kann es aber auch in Rot hinbekommen. Und ich kann euch ganz genau sagen, woran das lag oder wie man diesen Effekt hinbekommt. Und zwar liegt es einfach nur am Shader. Das heißt, wenn man den Shader aktiviert hat, dann verändert sich die Farbe vom Void, je nachdem, welchen Shader man halt benutzt. Und ja, so, jetzt sieht man diesen roten Effekt. Wenn man halt einen anderen Shader benutzt, wird es rot. Meinem wird er orange. Aber dementsprechend habe ich diesen Mythos heute gebastelt. Das End. Ich denke mal, wir waren schon mal alle im End. Aber die Frage ist, ob wir schon mal im End waren, gemeinsam mit einem Ender Dragon, der sich am Ende ins Nether begibt. Denn, Leute, wir wissen alle, das Zuhause vom Ender Dragon ist ja hier das End. Die Frage, die ich mir allerdings stelle, ist, was passiert eigentlich, wenn ich einen Ender Dragon durch ein Nether-Portal schicke? Wird es funktionieren? Wird es vielleicht doch nicht klappen? Aber vielleicht wird der Ender Drache auch einfach nur getötet. Dementsprechend werde ich jetzt mal versuchen, ein Nether-Portal hier hinzubauen und ihn irgendwie hier durchzuschicken. Aber wir sehen schon, ein Nether-Portal hier im End auf natürliche Weise zu machen, ist nicht möglich. Dementsprechend müssen wir heute mal zu anderen Mitteln greifen. Ich habe mir nämlich zur Hilfe World Edit geschnappt und ich markiere erstmal hier die allererste Position und mache jetzt hier einfach mal die zweite Position hin. Und ich platziere jetzt von hier vorne bis hierhin ein mega fettes Nether-Portal. So, dementsprechend schreibe ich in den Chat rein, /Z Nether_Portal. Bam, und ihr seht, wir haben einfach mal 61.000 Blöcke platziert. Und wenn der Enderdrache jetzt hier durchfliegt, dann bin ich gespannt, was passiert. Wird er durchfliegen? Wird er ins Nether kommen oder nicht? Noch fliegt er hier außen rum. Er macht es ganz geschickt, aber oh mein Gott, was passiert hier? Er hat einfach mal die Nether-Portale komplett kaputt gemacht. Also anscheinend will er vom End nicht ins Nether rein. Kann ich denn selbst überhaupt ins Nether reingehen, wenn ich in das Portal reinfliege? Und das scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Ich bin im Nether angekommen. Aber was passiert denn, wenn ich jetzt hier zurückgehe? Komme ich dann auch ins End wieder zurück oder komme ich in die normale Welt? Ich komme einfach mal in die normale Welt. Jetzt gehe ich wieder zurück, bin wieder im End. Aber was passiert denn, wenn ich jetzt einfach mal einen Ender-Dragon so beschwöre? Er wird einfach mal jetzt beschwört und wir sehen, das funktioniert tatsächlich. Wir haben den Ender Dragon so ins End gebracht. Was nur super komisch ist, ist, dass wir hier oben eigentlich eine Ender Dragon Leiste hätten. Die ist komischerweise nicht vorhanden, was super merkwürdig ist. Und der Enderdrache weiß ich auch nicht so ganz zurechtzufinden. Er fliegt hier einfach nur sinnlos im Kreis herum, aber ja, es ist theoretisch möglich und er zerstört hier auch einiges. Heftig. Was passiert eigentlich, wenn ich eine Welt komplett mit Obsidian erstelle? Wir sehen, 82 Obsidianblöcke sind einfach mal am Start. Eine Flat Map. Kann ich ein XXXL Obsidianportal erstellen? Denn theoretisch haben wir jetzt die perfekten Bedingungen dafür. Wir erstellen einfach mal die Welt und probieren es einfach mal selbst aus. Und da sehen wir es. Wir haben hier eine fette Obsidianwelt am Start. Ich mache ganz kurz hier einmal die Cheats an.
und muss jetzt einmal ein Obsidianportal bauen. Ich lösche jetzt ganz, ganz viele Blöcke und wir sehen, es wurden über 1.500.000 Blöcke entfernt. Mein Spiel fängt sogar einfach mal an zu ruckeln und das Licht rendert hier nicht mal, weil es einfach so unglaublich groß ist, dieses Loch. Und Alter, man sieht einfach gar nichts. Man könnte denken, hier ist gar nichts. Wobei, wenn ich, glaube ich, hier einmal gegenschlage, dann... Nein, es entsteht einfach... Okay, es entsteht wohl stückchenweise Licht. Okay, jetzt langsam wird's. Also, Freunde, wir werden jetzt mal versuchen, von hier vorne bis dort unten ein fettes XXL-Nether-Portal zu erstellen. Also, größer geht es wirklich nicht mehr. Beziehungsweise, es geht vielleicht noch größer, aber ich denke mal, das ist für unseren Test schon mal ganz gut. Also, wir entfernen jetzt mit diesem Befehl ganz viele Blöcke. Wir sehen, wir haben jetzt hier theoretisch die Form von einem Nether-Portal erstellt. Das sollte also eigentlich ohne Probleme funktionieren. Und wenn ich jetzt hier ein Feuerzeug schnappe und das Portal anzünde, was wird passieren? Und... Bam! Okay, Leute, wir sehen, das funktioniert tatsächlich nicht so ganz. Ich habe aber gehört, wenn ihr alle jetzt mal einen fetten Like da lässt, dass sich dieses Portal von alleine anzünden soll. Oh, ich habe geliked. Oh, Moment mal. Alter, Junge, das hat auf jeden Fall richtig, richtig gut funktioniert. Oh, das ist einfach mal ein mega, mega fettes Portal. Wir sehen auch einfach, die ganzen Pigments kommen hier schon aus dem Portal heraus. Ich meine, viel Platz zum Laufen haben sie hier nicht, denn ja, wenn sie einen Schritt weiterlaufen, fliegen sie einfach mal ins Nichts. So, der Server startet jetzt gerade. Ich werde jetzt mal drauf gehen. Ich connecte mal zum Server. Also er ist gerade, wie gesagt, noch frisch am Starten und wir sind auf dem Server drauf, Freunde. Okay, es ist auch mittlerweile Nacht geworden. Okay, warum auch immer. Eigentlich sind wir vom Server gegangen, als Tag war und die Villager legen sich jetzt einfach mal schlafen. Okay, das ist schon mal sehr unheimlich. Ich will gar nicht nach links rüber schauen. Oh mein Gott. Alter, wie schnell hat der die Tür aufgemacht und zugemacht? Wir sehen da hinten einfach mal den Blattgolem. Er ist einfach mal komplett zerrissen. Und die Frage ist jetzt, wird er mich angreifen? Bin ich sein Feind? Bin ich nicht sein Feind? Und wie ist er überhaupt hier hingekommen? Boah, Leute, ihr könnt ja mal in den Kommentaren spekulieren, wie der Blattgolem hier genau aufgetaucht ist. Denkt ihr, das war echt? Denkt ihr, das war ein Fake? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin auf eure Meinung gespannt und lasst natürlich wie immer ein Like da und ein Abo für mehr weitere Mythen.